sie ist nicht wegzudenken aus Großbritannien, die Queen. 63 Jahre lang hatten die Briten Zeit, sich an sie zu gewöhnen. Aber was wissen sie eigentlich wirklich über ihr Staatsoberhaupt? Was zum Beispiel ist in ihrer Handtasche, die sie in verschiedenen Ausführungen seit Jahrzehnten ständig bei sich trägt? Wir machen einen Faktencheck mit Gedankenstützen, königinnenähnlicher Handtasche und solarbetriebene Winkpuppe. Geld ist nicht drin. Sie ist die Queen. Sie braucht kein Geld. Vielleicht ein Leckerbissen für ihre Hunde? Eine Ersatzperlenkette und eine Ersatzkrone. Eine frische Unterhose. Nicht sehr viel. Einen Schlüssel braucht sie nicht. Es ist immer jemand da, der ihr die Tür aufmacht. Ganz genau wissen wir es natürlich auch nicht. Aber Lippenstift soll auf jeden Fall dabei sein, wenn sie Staatsoberhäupter trifft oder in fernen Gefilden weilt. 116 verschiedene Länder hat sie in ihrer Amtszeit bereist. Stets dabei? Ehemann, Prinz Philipp. Wissen die Briten eigentlich seinen Kosenamen für die Gemahlin? I have no idea. Keine Ahnung. Can't give you a clue. Da kenne ich mich nicht aus. Queenie. Queenie? Pudel? Pudel? Alles falsch. Sausage, Würstchen nennt er sie, so berichtet es jedenfalls die Klatschpresse. Für alle anderen immer noch ihre Majestät. Und die wird geschätzt im Vereinigten Königreich. Sie wird zu Recht verehrt, sie macht nie etwas falsch. Sie gehört einfach hierher, ins skurrile England. Sie sollte Elisabeth die Letzte sein. Sie sollte bis zu ihrem Tod im Amt bleiben und dann eine Republik. Aber auch mit 89 Jahren zeigt Elisabeth II. Keine Anzeichen von Amtsmüdigkeit. Eine Rekordmonarchin eben.